What's up, baby? What's up, Instagram? Is that Instagram live? What's up, Instagram? Welcome to the show. Yeah. Ah, Spaß. Kann ich hinsetzen? Vielen, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, dass ihr alle hergekommen seid. Und ich weiß genau, die Hälfte des Ladens hat keinen Plan, wer ich bin. Trotzdem aufgestanden, so, ja, weißt du, was ist? Keine Ahnung. Und deswegen meine erste Frage, ich habe es vorhin schon gefragt, aber jetzt sind wir ein bisschen kleiner im Raum. Wie viele hier sitzen hier und haben wirklich sowas von überhaupt keinen blassen Schimmer? Wer ich bin, was zum Kuckuck ich tue und wo ich herkomme. Ganz ehrlich, Hand heben. Ja, scheiße. Wie ihr merkt, Marketing habe ich keine Ahnung. Aus dem Grund ist es vielleicht besser, wenn ich mich erstmal vorstelle. Ich habe eigentlich vorgehabt, ein paar Punkte von euch zu teilen. Ich hatte überlegt, ey, soll ich den Leuten mal ganz praktisch zeigen, wie würde man die erste Million machen? Wie könnte man das hier aufbauen? Da haben wir drüber, weil das die Frage war vorher. Da haben wir drüber nachgedacht, okay, wie baust du ein Business auf? Darüber haben wir gestern, glaube ich, geredet. Und jetzt habe ich mir gedacht, weißt du was, ich gebe euch 5 Punkte mit, wie ihr in die Umsetzung kommt. Ist das cool? Ja. Cool. Warum ist das so? Ich glaube, es waren heute grandiose Speaker hier überall mit vertreten, oder? Ja, wer hat euch so mit am besten gefallen? Alex. Ja, Mitarbeiter von Alex. Oh, ich hab Spaß. Alex war super, da waren einige Speaker mit dabei, oder? Das heißt, euer Kopf dröhnt und ihr habt einiges mitbekommen, ja oder ja? Ja. Gut, also habe ich mich gefragt, was kann ich euch mitgeben, damit ihr einfach ins Umsetzen kommt. Ist das gut? Ja. Cool. Doch bevor wir da hinkommen, ich habe nicht viel Zeit, ihr werdet merken, am Anfang werde ich relativ schnell reden. Wenn du es nicht verstehst, kein Ding, stell dir vor, es ist ein Rap-Battle. am Ende wirst du es mitbekommen. Ich werde mich erstmal vorstellen, ein bisschen von meiner Story erzählen, damit ihr das, was ich euch gleich mit euch teile, in einen besseren Kontext stellen kann. Ist das in Ordnung? Okay, cool. Erstmal, wie viele von euch sind ready, dass wir den Laden jetzt auseinandernehmen? Wie viele sind ready? Okay. Starten wir mit der ersten Sache. Wenn euch jemals jemand fragt, ob ihr ready seid, gibt es im Leben ab heute, wenn ihr wollt, nur eine Antwort. Und die ist, I am born ready. Wenn ich frage, are you ready? Da muss in Frage die Kopf kommen, die Frage im Kopf kommen, willst du mich verarschen? Ich bin bereit geboren. Habt ihr von Mike Tyson gesehen? Egal welche Höhen und Tiefen der hat, und der hat echt hardcore Sachen erlebt, das ist eine Sache, die er mitnimmt, die ihr mitnehmen könnt von ihm. Und er sucht Pressure, er sucht Druck, er sucht Angst, er sucht das, was unkomfortabel ist. Wisst ihr warum? Weil in seinem Verstand ist I'm born ready. Und wir haben oft diese Situation, dass wir warten, bis irgendwas passiert, dass wir uns danach fühlen. Wir sind hier für Financial Freedom Stage, ne? Normalerweise mache ich mal Mental Fitness, reden wir mal hier von Richness und so ein Scheiß. Also viele Junge. Wer ist hier unter 25? Okay, ich werde später sagen, was ich von euch halte. nur für heute, ihr könnt es annehmen, es geht nicht darum, dass ihr irgendwo ankommt. Es geht darum, dass ihr erkennt, wer ihr bereit seid. Und von dort aus euch weiterentwickelt, okay? Warum ich das sage? Aufgewachsen bin ich in Berlin-Wedding. Ist jemand hier aus Berlin? Okay, nicht aus Spandau, aus Berlin. Okay, cool. Aufgewachsen bin ich, yeah, baby, in Berlin-Wedding. Das ist einer der sozialen Brennpunktbezirke in Berlin. Und damals lebten wir zu 6 in einer 1,5-Zimmer-Wohnung. Das war mein Vater, meine Schwester, mein Bruder, meine Tante, meine Mama und ich. Mit 2 Jahren hatte ich den ersten Schicksalsschlag. Mit 2 Jahren. Mein Vater ist abgehauen, meine Mutter ist schwer krank geworden und ich kam in eine Pflegefamilie. Und wenn mich heute jemand fragt, ey, letzte Woche habe ich in Harvard, kennt ihr die Schule Harvard? Jemand fragt mich, welchen Abschluss hast du? Ich sage, I spoke at Harvard, bitch. Nein, da habe ich in Harvard gesprochen über das Thema Business und wie du ein Leben kreierst. Und da waren sehr viele sehr bekannte Musikproducer und so weiter und so fort. Da habe ich einen Satz gemacht, da sage ich dazu, ganz ehrlich, wenn es um Business geht, I'm not black, I'm business. Warum? Ich kam in eine Pflegefamilie und meine beiden Schwestern hießen Nicole, blonde Haare, und Silvia, braune Haare, beides weiße Mädels. Nicole war mein absoluter Liebling. Ich war 2 Jahre, die wollte kuscheln. Und wenn wir geschlafen haben und die Silvia, die wollte immer, geh zur Seite, komm, schlaf, leg dich doch hin. Ich so, wir kuscheln, nein, leg dich hin. Wie die Frauen heute, ich mach Spaß. Naja, und meine Pflegemutter hieß Rita. Und mein Pflegevater hieß Heinz. Es wird noch krasser. Mit 4 Jahren kam meine Mutter wieder zurück. Und
Diesmal war alles anders. Es waren noch meine Mutter und ich. Und meine Mutter und ich, meine Mutter ist wie die Liebe meines Lebens. Diese Frau ist wie mein Herz. Das ist mein Mom. Und es waren nur noch meine Mom und ich, denn mein Bruder ist ausgezogen, meine Schwester hatte geheiratet, mein Vater war weg, meine Tante, ich weiß immer noch nicht, was mit ihr eigentlich war. Heute schon, ich weiß noch nicht, was da war. Egal. Und so waren es nur meine Mutter und ich und wir waren wie so ein bisschen wie Batman und Robin. Kennt ihr mal Batman und Robin? Und ich habe aufgesehen, wir waren so wie Batman und Robin. Okay, gut, sie war beides. Aber wir waren so ein Team und ich wollte meine Mutter immer irgendwie stolz machen. Es war, kennt ihr das? Wie viele von euch waren schon mal am Punkt, wo ihr eure Eltern so richtig stolz machen wolltet? Und genauso war es meine Mom. Und ich war so ein energetischer Junge und ich habe Fußball gespielt. Und irgendwann dachte ich, weißt du was? Fußball ist richtig geil. Und ich fing an, Fußball zu spielen. Und dann auch ein bisschen besser. Und dann habe ich ein paar Chancen gesehen und dachte, hey, ich kann ganz nach oben gehen. Und dann habe ich angefangen zu träumen. Und ich dachte, wie ich meine Mutter am stolzesten machen könnte, wäre, wenn ein anderes Kind sich genauso fühlt wie ich, wenn es ein Trikot anhätte mit dem Namen Koroma auf dem Rücken. Dachte ich, boah, meine Mutter wäre so stolz. Also spielte ich Fußball. Und ich spielte relativ gut Fußball, spielte dann 4,5 Jahre bei Hertha BSC, war einer der 4 besten Jungs in meinem Jahrgang. Der eine andere Spieler, der ist heute Profispieler bei Bayern München, Jerome Boateng. Der andere ist Enes Benatira. Ja, immer noch Langzeitfreund. Der andere, keine Ahnung, was mit dem war, Marcel Press, naja. Dann sind wieder Sachen passiert. Ich bin 12 Jahre und ich dachte, ihr seht ein Video dazu, Hoffnung, Illusion, einfach mal YouTube eingeben. Und mit 12 Jahren dachte ich, hey, ich werde Profi. Und kennt ihr das, wenn Kinder sich was fest vornehmen und sie sehen für sich Resultate, du kriegst sie nicht mehr von diesem Gedanken los. Ja oder ja? Ja. Und sowas bei mir. Und ich wusste, ich werde Profi. Und ich wusste, ich werde alles dafür tun, Profi zu machen werden. Und ich wusste, meine Mutter wird ein schönes Haus haben. Meine Mutter wird so stolz sein. Wisst ihr was? Meine Mutter wird rumrennen und sagen, das ist mein Junge. Und sagt, ja, Mama, zeig dir mal. Ich war stolz. Und dann passiert etwas. Mike sagte den Spruch, everybody has a plan until they get punched in the face. Schon mal gehört? Wie viele von euch verstehen den Spruch nicht? Okay? Ich gebe euch noch einen Spruch mit dazu, den könnt ihr aufschreiben. Und der ist ganz wichtig für alle, die hier sind. Der Spruch geht folgendermaßen. Everybody wanna go to heaven, but nobody wanna die. Das ist ein Spruch der Marines. Und ich werde noch einen Satz dazu addieren. Everybody wanna go to heaven, but nobody wanna die. That's why everybody dies with their potential. Niemand, alle wollen in den Himmel. Alle wollen ihr Potenzial leben. Alle wollen wie auf Flügeln getragen werden. Alle wollen sagen, ich hab's geschafft. Alle wollen sagen, ha, ich bin hier und hab meine Berufung erfüllt. Aber keiner will sein altes Ich, sein Ego dafür killen. Und deswegen killt euer Ego euch. Oh, warum bist du so persönlich? Weil wenigstens nehme ich dein Leben persönlich. Nochmal, wenigstens nehme ich dein Leben persönlich. Ich rede zu deinem Ego. Nicht zu dir. Je nachdem, mit was du dich identifizierst. Ich bin 12 Jahre, kommt der erste Schicksalsschlag. Kennt ihr das, wenn ihr glaubt, dass Dinge unfair sind? Kennt ihr die Situation, das ist unfair? Scheiß auf dein Unfair. Ich bin 12 Jahre und die Frau, die ich über alles liebe, meine Mutter, das war die liebevollste Frau, die hat Menschen geholfen. Meine Mutter hat so eine Reihenfolge. Immer zuerst der kleine Sohn, dann andere Menschen, kennt ihr diese Menschen, die immer sich um alle kümmern und dann als letztes, wenn es übrig bleibt, sie? Meine Mutter hat mit 16 ihr Kind bekommen, dann mit 20, musste beide Kinder in Afrika lassen und es waren 80er Jahren. Denk drüber nach, ist was, wenn du diese Farbe hast und ein Land gehst, wo keiner so aussieht wie du und dann noch als Frau, das ist ein anderes Spiel, ja oder ja? Diese Frau kam hierher, hat hier geschuftet und wenn man so jung ist, 20 Jahre, glaubt man ja, dass die Dinge in einem Monat funktionieren, man muss nur hart genug arbeiten, ja oder ja? Funktionieren die Dinge in einem Monat? Funktionieren die Dinge in einem Jahr? Funktionieren die Dinge in 3 Jahren? Komm, 80er Jahre, Frau, solche Farbe. Denkt sie, sie wird es schaffen? Ja oder ja? Schafft sie das? Sie sieht ihre Kinder 13 Jahre später. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das Gefühl ist für eine Frau, die Kinder hat und gedacht hat, sie braucht nur ein Jahr. Und dann sieht sie ihre Kinder, wenn sie 13 und 15 sind. Und die Kinder sind wie Fremde. Und dann hat sie einen Sohn. Das bin ich. Von dem anderen Mann. Das ist mein Vater. Der Mann kommt mit den beiden Kindern nicht klar. Er fragt, was ist da? Geht da ab? Wollen wir nach Amerika ziehen? Sie sagt, ich kann nicht, weil das erste Mal kann ich meinen Kindern Stabilität geben.
Er sagt, okay, das sind deine Kinder, das ist mein Sohn, ich will den Sohn nicht wegnehmen, dann gehe ich einfach voran. Wenn du willst, komm nach. Die splitten. Und genau diese Frau wird dann auch noch krank mit dem Sohn, den sie hat. Was ich nicht erzählt habe, 3 Jahre vor meiner Geburt verliert meine Mutter ihr Kind. Die Frau dachte komplett, sie sei ein Failure. Und mit 12 Jahren, wir nennen es den Zinseszinseffekt, kennt jemand den Zinseszinseffekt? Es gibt sowas wie einen emotionalen Zinseszinseffekt. Kennt ihr den? Kennt ihr Leute, die kollabieren, die krank werden, weil Jahre vorher was passiert ist? Kennt ihr diese Situation? Mit 12 Jahren kommt meine Mutter in die Psychiatrie. Und wisst ihr wann? Kurz vor Weihnachten. Und das für ganze 3 Monate. Wisst ihr was? Wenn du christlich aufgezogen bist, dann gibt es 2 Tage, die sind die wichtigsten Tage in deinem Leben. Einmal der Geburtstag und nicht Ostern, Weihnachten. Und was? Und was? Ich kann euch nicht hören. Und was? Weihnachten. Warum Weihnachten? Weihnachten ist das Fest der Liebe. Wenn was zukommt, die Liebe. Wenn Kinder Erwartungen haben, ein Bild haben, wollen sie von dem Bild loslassen? Was machst du, wenn das Fest der Liebe, Weihnachten, alle reden von Weihnachten und deine Mutter ist in der Psychiatrie und du bist allein zu Hause und du fragst dich, WTF, where's the food? Und die Situation ist, ich spiele Fußball, verliere ein bisschen Boden unter den Füßen und bin 12 Jahre und kriege die ersten Beckensplitterungen. Wir können irgendwann mal drüber reden, was der Verstand mit deinem Körper macht, wo vor allen Dingen, ach, das kann ich mal reinwerfen, weil wir haben, ich will noch was reinwerfen. Leute sagen, hey, warum redest du strukturiert? Ich versuche ein paar Punkte zu setzen für euch. Ich habe jetzt 2 Herausforderungen. Wollt ihr wissen, was meine 2 Herausforderungen sind? Ja. Herausforderung Nummer 1, ich habe relativ wenig Zeit. Okay? Und will in relativ kurzer Zeit euch viel mitgeben. Herausforderung Nummer 2, es ist mir normalerweise egal, weil ich habe etwas, nennt sich die Lebensathlet, und da gebe ich so viel Content. Und wenn Leute sagen, komm mal auf den Punkt, mach die Sache jetzt gut. Ich bin so ein Typ wie Mike, mir ist es scheißegal, was du mitnimmst, nimmst du mit. Und ich bin hier, um euch wirklich zu dienen, euch das meiste mitzugeben. Der Rest ist meist online, das heißt, wenn ich zeitlich nicht schaffe, ich versuche währenddessen, ich weiß nämlich nicht, wie lange ich zeitlich habe, weil die sagen, ah, Award Show. Ich sage, ja, aber es geht doch um Leben der Leute, aber Award Show, na egal. Versuche ich euch zwischendurch einige Nuancen mitzugeben. Also, deswegen kurzen Exkurs. Schon mal habt, wie viele von euch haben schon mal Angst gehabt? Wie viele von euch schon mal wütend, so richtig wütend? Wenn ihr wütend werdet, merkt euch was. Jede Emotion wird physisch. Jede Emotion wird was? Physisch. Jede Emotion wird was? Physisch. Jede Emotion kommt aus einer Situation. Wenn die Situation nicht aufgelöst worden ist, geht sie ins Unterbewusstsein. Wo ist denn das Unterbewusstsein? Zeigt mal auf euer Unterbewusstsein. Ja, wissen die meisten Amateure nicht. Lebensamateure. Ich komme aus dem Sport, habe auf einem sehr hohen Level gespielt. Wisst ihr, wo das Unterbewusstsein ist? Kennt ihr das wie Muscle Memory? Der Körper spiegelt das Unterbewusstsein wieder. Euer Körper, wie ihr euch fühlt, kommt aus der Vergangenheit, ist nicht im Jetzt. Noch nie gemerkt, wenn ihr Meditation macht, dann solltet ihr euch aus dem Körper ziehen und so weiter, im Moment und so weiter. Ja, kennt ihr das? Dann solltet ihr rausfinden, wo fühlt sich euer Körper, weil einige von euch fühlen sich auf eine bestimmte Art und Weise, hat nichts mit dem Moment zu tun. Ich fühle mich unbequem. Nein, das ist dein komischer Ex-Freund, der mit dir geredet hat und jetzt glaubst du, weil ich so rede, dass ich dir was Böses tue. Nein, du hast irgendwelche Bilder im Kopf, dein Körper, dein Unterbewusstsein projiziert etwas, das du gespeichert hast. Hast du nie aufgelöst. Und es gibt einen Ort im Körper, der steht für Unflexibilität und der steht für, ich sage mal, Unvergebenheit. Und der Körper repräsentiert Mama und Papa. Egal, was ihr macht, besonders in Deutschland glauben wir nicht daran, dass die Vorfahren zusammengehören und so weiter und so fort, wo wir alle aus Genen bestehen. Was Gene? Informa. Was sind Informa? Alles besteht aus Informa. Wenn deine Eltern Kacke gebaut haben, musst du dafür büßen. Darüber reden wir irgendwann andermal. Deswegen ist wichtig, dass die Verbindung mit den Eltern bestehen bleibt, dass ihr die Geschichten eurer Eltern kennt. Aber wer bin ich, dass ich sage, naja, was passiert? Ich habe eine Beckensplitterung. Und warum habe ich eine Beckensplitterung? Unvergebenheit. Was ist das Wort? Was ist das Wort? Wenn du Unvergebenheit mit den Eltern hast, jetzt werden einige Antworten haben, warum du Probleme mit dem Rücken hast. Wenn du Unvergebenheit mit deiner Mutter hast, wirst du es in deiner Hüfte spüren. Und deine Hüfte wird es nicht zuerst zeigen, du wirst es erst im Rücken spüren. Oder in den Knien, in den Füßen. Und einige sagen, oh, ich gehe zum Arzt. Nein, ich sage, du sollst lieber zu deiner Mutter gehen, mit deiner Mutter ein paar Sachen besprechen. Nur so nebenbei. Was ist die Nummer 1 Volkskrankheit in Deutschland? Rücken, Rücken, Rücken. Wie reden deutsche Leute über ihre Eltern? Als ob das Fremde wären, ja? Wenn du deine Eltern abstößt, stößt du deinen Körper ab. Nur so nebenbei. Gehen wir zurück zum Thema.
12 Jahre, meine Mutter kommt in die Psychiatrie, sie kommt 3 Monate später wieder raus. Ich werde das erste Mal wirklich erwachsen. Merke, okay, ich habe gelernt, selbst zu kochen, selbst zu putzen, alles zu machen. Ich habe die Beckensplitterung, kämpfe mich weiter durch, spiele immer noch bei Hertha BSC, aber es kommt, wie es kommen soll. Kennt ihr das? Kennt ihr diesen Spruch? Ein Kumpel von mir sagt, nennt sich nicht Spruch. Wenn du einen Plan hast, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. Und ich hatte Pläne und Mike Tyson sagt, everybody has a plan until they get punched in the face. Ich bin 13 Jahre, komme gerade aus der Beckensplitterung wieder zurück. Meine Mutter ist wieder da. Ich will mich um meine Mutter kümmern und denke, ey, wird alles gut, wir schaffen das. Kurz vor Weihnachten. Fuck, man, what's going on? Meine Mutter geht wieder in die Psychiatrie. Und diesmal für länger. Ich habe heftige Achillessehnenprobleme, werde von Hertha BSC rausgeschmissen, habe keine Lust mehr auf den Sport. Schulisch war ich immer der Beste in meinem Jahrgang. Diesmal war nichts mehr mit der Schule. Und jetzt passiert Folgendes. Ich musste wirklich erwachsen werden. Wisst ihr, was erwachsen werden bedeutet? Du musstest zum Unternehmer werden. Wisst ihr, was Unternehmer sein bedeutet? Wer meint, ihr verdient am meisten Geld? Weil wir ja über Geld eigentlich reden sollten. Wer verdient am meisten Geld? Nee, ich mache zwar ein paar Millionen für einige Klugscheißer unter euch, die denken, ich mache Motivation. Nein, ich bin fucking motiviert, deswegen glauben Leute, ich mache Motivation. Das ist aber eine Grundeinstellung. If you stay ready, you don't have to get ready. If you don't have this fire, something is wrong with you. Time is running. 24 Stunden. Und du redest von, ich muss motiviert werden? Leute sagen, Thaddeus, motivier mich mal. Ich sage, geh weg von mir, ich werde noch krank. Bewusstsein ist Birnbewusstsein. Ich sage, nein, ich werde noch krank. Ich halte Abstand. Warum? Ich habe keine Zeit, motiviert zu werden. Ich muss motiviert sein und dann suche ich Leute, die dafür sorgen, mich noch mehr zu motivieren. Weil es gibt Situationen, da kommt der Punch, ja oder ja? Ja. Und da musst du ready sein. Die Leute, die am meisten Geld verdienen, sind die, die größten Probleme lösen. Macht Sinn? Was ist ein Problem? Ein Problem ist nichts weiter als eine Frage, die keine Antwort hat. Eine gegebene Aufgabe. Was sagen Leute, die nicht weiterkommen? Ich habe dieses. Ich sag, geil, we gonna be rich. Hat irgendjemand die Antwort gefunden? Nein, oh yeah, we gonna be rich. Warum? Wenn du die Antwort zu deinem eigenen Problem findest, kannst du wetten, irgendjemand anders hat auch dieses Problem. Und wenn du darauf gestützt an deine Produkte baust, oh wow, Lord have mercy, people come running for you. Und wenn du dafür ein System schaffst, du kannst den Karl S. machen. Gehen wir weiter. Ich bin 14 Jahre und habe einen Cousin, der heißt, ob ihr es glaubt oder nicht, Patrick. Wie viele von euch haben Kinder? Geht nach Hause und sagt, ich war auf so einem Seminar vom Typen, der heißt Thaddeus, sein Cousin heißt Patrick. Das Kind wird sagen, wo hast du dich mitgenommen? Oh mein Gott, Mama. Ja, für die ich fragen, was meint der SpongeBob? Hast du keine Kindheit? Egal. Und Patrick, es gibt, kennt ihr die Leute, die immer so glücklich sind und dein Problem irgendwie nicht verstehen? Du läufst so rum und die hüpfen trotzdem neben dir rum und du fragst dich, warum zur Hölle bist du glücklich? Siehst du nicht, wie ich abgefuckt bin? Kennt ihr diese Leute? Und manchmal gibt es eine, wir nennen es Open Window, wo diese Person dich bekommt. Weil die so schreien, machen wir auch einmal so. Hey, 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 hey. Und Patrick, ja, Alex Hartmann, ja, mach das mal nach, Alex Hartmann. So, dem haben wir es gegeben. Wie war es gestern? Sei immer 1% besser als alle. So, ist das nicht beruhigend? Ich sage, klar. Sei 1% besser als Tyson. Klar. Als Elon Musk, Brand, ja klar. Und als Jeff Bezos, 1% easy.
Ich habe nicht mal einen Huni, aber einen kleinen Prozent. Ja, wunderbar. Naja. Und Patrick ist immer so happy und hat so seine neue Sportart entdeckt. Basketball. Und Patrick, ja, wuh, können wir gleich mal warten wegen der Zeit. Und Patrick sieht seine neue. Und Patrick hat seinen neuen Sport entdeckt, Basketball. Und er ist so happy, dass er ihm jeden Tag davon erzählt. Jeden Tag. Kennt ihr Leute, wenn sie begeistert sind, erzählen die jeden Tag von dieser einen Geschichte? Ja, oder kennt ihr diese Leute? Ja. Leute, die verliebt sind. Oh, ja, Sven ist so, Sven ist dies, Sven. Ich höre so oft Sven, ich denke schon, ich bin schwul. Ich meine es ganz ehrlich so. Ich finde den so toll. Ich habe den noch nie gesehen, aber okay, Sven. Du gehst auch so, träumst von Sven. Dann sagst du, du machst echt Gedanken, naja. Und er redet so oft über Basketball, dass in der Schule sich alle infizieren lassen. Du siehst auf einmal, dass Jerome, Kevin, die ganzen Fußballer mit dem auf der Pause Basketball spielen. Irgendwann dachte ich, hey, warum nicht? Ich habe mit Fußball aufgehört, spiele ich mit. Und ich sehe ein Talent irgendwie. Und auf einmal spüre ich durch eine bestimmte Situation, in die ich jetzt nicht tiefer gehen kann, ein Erlebnis, das ich hatte, als ich 5 Jahre war. Und mein Körper erinnerte sich wieder, worum es eigentlich ging. Und ich spürte das erste Mal ganz krasse Begeisterung. Und ich merkte und sagte, das ist es. Und ich fragte mich, was kann ich tun, dass ich das für den Rest meines Lebens tun kann. Und ich wusste, naja, wir sind jetzt in der Schule, ich bin sehr gut in der Schule. Aber wenn ich Profi werden würde, könnte ich es für den Rest meines Lebens machen. Und ich habe eine zweite Chance. Ich kann es immer noch schaffen, meine Mutter so stolz zu machen, doch diesmal mit einer anderen Sprache. Kennt ihr das? Ihr habt etwas auszudrücken. Wie viele von euch haben richtig, ganz ehrlich, wie viele hier im Raum sprechen Englisch, aber ganz ehrlich, das ist ein grauenhaftes Englisch. Ja? Da kommst du also nach USA und willst irgendwas erklären, die Person versteht nichts. Und du fragst dich, ey, wenn ich es auf Deutsch erklären wäre, du hättest verstanden, was ich gesagt hätte. Und genau so ist es manchmal im Leben. Wir haben bestimmte Talente, das ist wie eine bestimmte Sprache. Und dann wollen wir die gleiche Sache ausdrücken durch eine andere Sprache, durch einen anderen Sport, durch ein anderes Produkt, durch eine andere Beziehung. Aber wir sind sehr bröckelnd, wir können das nicht richtig gut. Aber hier kommt das, was Tyson gesagt hat. Such nach dem Druck, such nach den Pressure Points. Such nach den Dingen, die dich begeistern, aber an denen du arbeiten musst. Und ich merkte, Basketball, das ist eine Chance. Und ich dachte, okay, was ist das Geilste, was ich werden könnte? Und ich dachte, ein NBA-Spieler. Ich wusste aber nicht, was es bedeutet, weil jemand sagte, die beste Liga ist die NBA und da gibt es Jungs wie Michael Jordan und LeBron James. Ich habe keinen Namen gekannt. Und dann habe ich etwas gemacht, was euch helfen könnte, um etwas aufzubauen. Das ist vielleicht wegen der Zeit, das kann ich mal reinschmeißen. Wie könnt ihr euch selbst absolut motivieren? Wollt ihr dabei sein? Okay, gut. Ich habe das unbewusst damals gemacht. Das Erste, was ich gemacht hatte mit 13 Jahren, ich kaufte mir ein Heft, nicht, oh ja, The Secret, nein, fuck your secret, that's not what I'm talking about. Bob Proctor ist mein Mentor seit 2012, not fuck The Secret, es geht nur tiefer, nur so nebenbei. Also, ich besorgte mir ein Heft und was ich machte ist, ich fragte mich, wer sind die besten Spieler und ich sah, dass ein Typ, der ist LeBron James, der andere war zu damaliger Zeit Kobe, da habe ich ein Bild gesehen von Kobe, wo er so saß und so voll konzentriert ist, Michael Jordan, schnitzte mir aus und sagte, geil, ihr seid bald meine Konkurrenz. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, okay, wenn das meine Konkurrenz ist, wer kann mir dabei helfen, mich so ready zu machen, dass diese Jungs bluten, wenn ich im Team bin oder wenn ich gegen sie spiele oder dass sie sich freuen, dass sie mit mir zusammenspielen dürfen. Und wisst ihr, was damit passiert ist? Jetzt die zwei Sachen. Erstens, erste Regel. Regel Nummer 1 für alle, die erfolgreich sind im Raum und alle, die erfolgreich werden. 80% aller Dinge, die du tust, sagst, hörst, sind unnütz. Normal. Alle Dinge, die du sagst, tust, hörst und denkst, 80% ist unnütz. Du musst noch rausfinden, welche die unnützen Sachen sind. Auch die Meinungen anderer Leute. Jetzt wird es noch härter. Alle, die nicht erfolgreich sind, da ist die Regel, zwischen 80-99% aller Dinge, die du sagst, tust und denkst, sind unnütz. Bedeutet, das Erste, was ich gemacht habe, anstatt eine To-Do-Liste zu machen, ist eine Not-To-Do-Liste. Und meine Not-To-Do-Liste war eine Not-To-Listen-To-List. Mit wem höre ich nicht mehr zu? Ab dem Zeitpunkt, als ich entschieden habe, wer ich bin, durfte keiner mehr mit dem alten Thaddäus reden. Warum? I died. At this moment, I died.
It was just a process till you see what I see. Was ich damit meine? Einige, das hat sich geil angehört, aber es war Englisch, ich habe nichts verstanden. Jetzt geht's los. Ich habe etwas gesehen. Und es gibt eine Situation, die einen Menschen sehen, die anderen erkennen. Und kleine Geschichte vielleicht dazu. Ich bin in den USA 2012 mit meinem Mentor und er gibt mir so einen kleinen Korn, wie nennt man das? Seed, einen Samen. Und Megatyp, 50 Millionen im Jahr. Und er kommt zu mir hin und sagt, Teddy, what do you see? Und ich, klar, es sieht. Er fragt, was siehst du? Ich sag, einen Samen. Er sagt, wrong. Hat immer so eine komische Art. Kennt ihr die Leute, die mega erfolgreich sind, die haben so eine komische Arten? Sorry, der Weddinger in mir. Und ich sage, ein Samen. Er sagt, wrong. Was du hier siehst, ist ein Samen, der in sich einen Baum trägt. Und fragt mich nochmal. Ich wiederhole es. Er sagt, wrong. Er sagt, was ich in meiner Hand halte, ist ein Samen, der einen Baum in sich trägt, der Blüten und Früchte hervorbringt. Er sagt, was siehst du? Ich wiederhole es. Er sagt, wrong. Er sagt, ich habe einen Samen in meiner Hand, der einen Baum in sich trägt, der Blüten und Früchte hervorbringt, die Samen in sich tragen und macht, ich bin ungefähr 15 Minuten. Ich dachte, ich werde kirre. Dann fragt er mich, so what do you see? Ich schaue ihn an, total verwirrt, ne? Da wusste ich, ich bin kein Ami, ich bin Deutscher. Das ist irgendwie komisch, was du da machst. Das macht gar keinen Sinn. Und er sagt, you see Thaddeus, du siehst Thaddeus, die einen sehen, die anderen erkennen. Ich habe einen Wald in meiner Hand. Und dann fragt er, kennst du die Bestimmung eines Waldes? Weißt du, was in einem Wald vor sich geht? Er fragt, würdest du einen Wald jemals abgrasen? Würdest du einen Wald kaputt machen? Wie würdest du einen Wald behandeln, Thaddeus? Er sagt, wenn du den Samen nicht so behandelst wie den Wald, bist du wie anderen Leute. Du siehst das, was vergangen ist, nicht das, was wirklich drin ist. Und er sagte, die Zukunft liegt niemals vor dir. Die Zukunft steckt in dir verschlossen. Du bist der Erste, der sieht. Und wenn du es nicht erkennst, wird es niemals irgendeiner sehen. Wisst ihr, was der reichste Ort der Erde ist? Der Friedhof. Und wisst ihr, warum? Alben, die nie produziert worden sind. Menschen, die nie gelebt haben. Potenzial, das nie ausgelebt worden ist. Ideen, die nie verwirklicht worden sind. Und wisst ihr, warum? Everybody wanna go to heaven, but nobody wanna die. That's why everybody dies with their potential. Ihr habt zu viel Zeit und versteht nicht, die Zeit läuft. Nochmal, ihr habt zu viel Zeit, deswegen wartet ihr auf Meinungen, ihr wartet auf Perfektion, ihr wartet auf all die Dinge. Wisst ihr, wie man 1% besser ist als alle anderen? Indem man einfach nur 1% tiefer in sich gräbt. Jeden Tag einfach nur 1% weiter. Nicht fragen, wo man gestern war. Fragen, wo man jetzt ist. Und dann 1% weiter und 1% weiter und 1% weiter. Doch was bedeutet das? Und jetzt der Tipp. Also, ich gebe euch was mit. Stellt euch mal vor, wie viele von euch sind aus der Schweiz? Okay, dann ist das Beispiel gleich scheiße für euch. Wie viele von euch sind aus Österreich? Okay, auch für euch, aber ist nicht schlimm. Unternehmer ist immer so Kalkulation. Die meisten sind dafür, deswegen machen wir das. Gut. Ich liebe euch natürlich. Also, wie viele haben die Weltmeisterschaft gesehen? Ich frage nochmal, wie viele von euch haben die Weltmeisterschaft gesehen? Wie viele von euch sind auch ausgeflippt und gefeiert, als Schürrle den Ball rüberspielt und Götze das Tor macht und singt, wir sind Weltmeister? Wie viele haben mitgemacht? Und wie viele haben Leute gesehen, die toll ausgerastet sind? Oder alle? Also, jetzt stellt euch mal vor, ihr habt Manuel Neuer im Feld, der zieht den Ball zurück und wirft den Ball übers Feld. Und du siehst, wie der Ball über Jerome Boateng, meinetwegen Mertesacker oder wer auch immer da steht, über Khedira zu dir ins Mittelfeld landet, okay? Du nimmst den Ball an, Schön läuft vorbei, du drehst dich und du passt den Ball in die Gassen. Alle Frauen, was, das mache ich nicht. Spiel doch einfach gedanklich kurz mit. Du passt den Ball in die Gassen und sagst zu Schöne, lauf. Jetzt meine Frage an euch alle. Wie habt ihr gerade den Ball angenommen? Habt ihr darüber nachgedacht? Ich weiß genau, ohne es zu wissen, ihr habt den Ball perfekt angenommen. Ja oder ja? Der ist perfekt aufgetrumpft. Ja oder ja? Ihr habt den Ball perfekt gepasst. Ja oder ja? Habe ich über fucking Autosuggestion geredet? Nein. Wisst ihr, warum ihr den Ball perfekt angenommen habt? Weil ihr wusstet, da ist Jerome Boateng, ihr wusstet, da ist Klose, Neuer, ihr wusstet, da ist Schürrle. Die 5 bis 6 Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, das bist du. Ab dem Moment, wo du sagst, welche Leute sollen um dich umgeben, hast du auf einmal neue Talente und du siehst es in dir. Leute sagen, wer will ich sein? Ich frage mich nicht, wer will ich sein? Ich frage mich, okay. Wenn ich zurückblicke, sehe ich meinetwegen einen Tisch.
Ich sehe meinetwegen links von mir Richard Branson, Elon Musk, ich spinne rum, Bruce Lee, Muhammad Ali, ich spinne einfach rum. Ich nehme meine Vorbilder. Deswegen bei den Lebensathleten sagen wir, arbeite so lange an dir, bis deine Vor- und Leitbilder zu Freunden und Partnern werden. Leute sagen, warst du nervös mit Mike Tyson? Ich sage, nein, ich war nervös, bis ich ihn vor der Bühne gesehen hatte. Alles andere war nur noch ein Spiel dahin. Warum? Ich wusste, dass es dazu kommen muss. Der Typ muss mich doch kennen. Das habe ich vor einigen Jahren gesehen. Aber ich habe es mir nicht plakatmäßig vorgestellt. Ich habe mich gefragt, welche Leute sitzen um mich herum, wenn ich rede und die reagieren. Und wenn du das machst, fragst du dich automatisch, Reverse Engineering, was hast du in deinem Leben erreicht? Was hast du gemacht? Wie hast du gesprochen? Wie sprichst du, dass solche Leute positiv auf dich reagieren? Macht das Sinn? Alle anderen Fähigkeiten baust du danach schnell auf. Und dazu möchte ich schnell einen Test machen. Ich brauche jetzt dazu schnell drei Leute. Einfach aufstehen. Gut, einfach aufstehen, herkommen. Warte. Wir nehmen drei Lebensentwürfe. Du komm mal nach vorne, weil die sieht einfach nur scheiße geil aus. Komm mal her, schnell. Komm mal her. Bist du Single? Nein. Also, fuck. Dann kommst du auch noch nach vorne. Und eine Dame vielleicht? Geil, Gisem. Gut, dass du freiwillig aufstehst. Toll. Freu mich total. Okay, jetzt schneller Test. Ihr braucht ein bisschen Platz. Okay, wir machen einen kleinen Test. Die Füße sind jetzt so zusammen ungefähr. Ja? Und auseinander. Du bist ein bisschen, ja? Du bist weit nach hinten. Du stehst da hinten. Genau, du kommst weit nach vorne. Und jetzt macht einfach nur mit, aber lasst mich erst erklären. Ihr nehmt euren Zeigefinger nach vorne und dann folgt ihr eurem Zeigefinger und noch nicht. Und ihr dreht euch im Uhrzeigersinn so weit wie ihr könnt und so weit es komfortabel ist. Und ihr merkt euch den Punkt, den weitesten Punkt. Einfach merken und dann kommt ihr so zurück und bringt euren Finger wieder runter. Und Hand nach oben und Uhrzeigersinn und go. So weit ihr kommt. Bist nicht alle, ja? So weit ihr kommt. Merkt euch den letzten Punkt und kommt zurück. Merkt euch den letzten Punkt. Okay. Hand zurück und jetzt runter. Jetzt die Augen zu. Augen zu. Leute reden von Visualisierung, aber ganz ehrlich, wenn du schon etwas gesehen hast, dann sehen es deine Augen. Ihr könnt mir genau sagen, dass mein Shirt schwarz ist. Ihr müsst nicht hingucken. Seht ihr mein schwarzes Shirt? Ja oder ja? Klar, oder? Ihr müsst jetzt nicht irgendwas Hokuspokus machen. Was wir jetzt machen werden, ihr werdet euch etwas vorstellen. Wenn ich sage vorstellen, stellt ihr euch vor, wie eure Hand genauso wieder nach oben kommt und ihr seht jetzt, und stellt euch das vor, wie die Hand jetzt nach oben kommt und wie ihr wieder im Uhrzeigersinn nach hinten geht und diesmal kommt ihr ungefähr 5 cm weiter als davor. Und es fühlt sich gut an, ganz entspannt, ganz relaxed und ihr kommt wieder zurück, legt den Arm wieder runter. Jetzt probieren das als zweites Mal. Ihr stellt euch wieder vor, wie den Arm wieder nach oben nimmt und ihr dreht euch noch weiter und diesmal wundert ihr euch, denn ihr kommt so fast 15 cm weiter nach vorne als davor. Das ist so Wahnsinn. Und dann kommt ihr wieder zurück und es fühlt sich richtig gut an. Ihr sagt, wow, what the fuck? Diesmal probiert ihr einfach was ganz Verrücktes. Ihr nehmt den Arm, ihr stellt euch vor, wie der Arm nach oben kommt. Ich hatte schon, wie der Arm nach oben kommt. Und diesmal dreht ihr euch 360 Grad. Ihr wisst nicht, warum und wie, aber das ist total witzig. Und denkt, what the fuck? Und jetzt bringt ihr den Arm wieder zurück. Und jetzt stellt ihr euch noch einmal vor, wie der Arm nach oben kommt. Und diesmal kommt ihr weiter als 360 Grad. Kommt 360 Grad und so weit, wie ihr davor gekommen seid. Und es fühlt sich richtig gut. Ihr wisst nicht, warum das funktioniert, aber es funktioniert. Jetzt bitte alle mal die Augen aufmachen. Und jetzt nimmt den Arm hoch. Und schaut mal, wie weit ihr kommt. Sind erstmal. Für die, die nicht gesehen haben, was passiert ist. Ich brauche ein Mikro schnell. Okay. Was passiert? Bist du weitergekommen als davor? Yes. Warum bist du gerade weitergekommen als davor? Ich habe es mir vorgestellt. Ganz ehrlich, du hast keine Ahnung. Nee, an alle jungen, kleinen 25-Jährigen, ihr seid kleine Klugscheißer. Ihr wollt immer Sachen wissen. Ihr müsst verdammte Sachen nicht wissen. Am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Euer Körper ist perfekt konstruiert. Da sind so viele, Faktoren mit dabei, die könnt ihr gar nicht kalkulieren. Ihr könnt nur dankbar sein, dass es funktioniert und ihr könnt es nutzen. Und was er jetzt gerade gemacht hat, du bist deutlich weiter gekommen als davor und du auch, oder? Und du? Warum? Haben sie jetzt stundenlang trainiert? Nein, was sie gemacht haben, sie haben sich die erlaubt. Was ist das Wort? Erlaubt. Die Sache vorzustellen. Bedeutet, erstmal großen Applaus und vielen Dank dafür. Vielen Dank. Das heißt, das Erste, was man tut, man erlaubt sich, was ist das Wort? Man erlaubt sich, größer zu denken, größer zu sehen. Du musst es dir erlauben, aber die beste Erlaubnis ist die 5 bis 6 Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, das bist
Stell dir vor, mit wem du eventuell Zeit verbringst, wer die Leute sind. Stell dir eine Familie vor. Stell die Dinge erstmal vor. Erlaube es dir nicht, was ist möglich, sondern erlaube dir, was wäre geil. Macht das Sinn? Als ich das gemacht habe, habe ich mich dann gefragt, was sind meine Ziele gestützt auf der Person, die ich anscheinend bin? Und da habe ich angefangen, mir Ziele zu setzen. Jetzt mache ich relativ schnell. Also, meine Mutter, ich fange an mit Basketball. Durch diese Technik, die ich euch gerade gezeigt habe, arbeite ich stärker als je zuvor. 5 Jahre später spiele ich im besten Jugendteam Amerikas für den erfolgreichsten Highschool-Coach aller Zeiten, Coach Cheney, und bin einer der top-europäischen Basketballspieler in den USA mit Aussicht auf die NBA. 14 Jahre, alle Leute sagten, es sei unmöglich. 5 Jahre später, alle sagten, du bist möglich. Wir haben es immer gewusst. Kennt die Leute, die sagen, ja, ich hab damals nur gehatet, um dich zu motivieren? Kennt ihr diese Leute? Ja. Naja. Was sie nicht wussten, ich hatte damals etwas bei mir zu Hause gemacht, das hatte so ganz groß so ein Plakat, meine Mutter dachte, ich wäre ein Serienmörder, weil ich stand da drüber stand, seid ihr ready? Todesliste. Ernsthaft. Und jedem, dem ich von meinem Traum erzählt habe und der nur gezuckt hat, der kam auf diesen Wort. Und ich habe mir geschworen, für diese Leute bin ich gestorben. Weil ich weiß genau, dass sie später zu mir kommen und sagen, ich kenne dich, ich sage, nein. Du hast meine Energie gestört. Und das Wichtigste, was ich behalten kann, ist meine Energie. Ich werde nicht mit Leuten reden. Das ist eine riesige, das ist wie eine Todeswand. Ich existiere nicht für dich. Wenn Leute mich fragen, was machst du so? Rede ich immer über sie. Sage ich, naja, ich bin gerade dabei. Das hat mich auch gerade bei dir interessiert. Was machst du eigentlich? Wenn meine Mutter denkt, kommt Leute, ich mache ein paar Millionchen. Meine Mutter denkt, ich mache gerade immer noch ein Praktikum. Ich meine es ernst, weil bis vor einigen Jahren waren noch sehr viele Dinge unsicher und habe ich erzählt, anstatt zu sagen, ich habe dieses und dieses vor. Ich rede nicht über Träume mit Leuten, die Träume nicht verstehen, auch wenn sie mich lieben. Nochmal, ich rede nicht über Träume mit Leuten, die es nicht verstehen können, auch wenn sie mich lieben. Macht Sinn? Wisst ihr warum? Du verlierst sehr viel Zeit. Verlierst du sehr viel Zeit, verlierst du sehr viel Energie. Und dann passiert das Interessante. Und da fängt dann Energie an. Merkt ihr, wie ich vor Energie sprudel? Aber wisst ihr, warum ich vor Energie sprudel? Aus dem Grund. Es gibt einen Unterschied zwischen vielen im Raum und mir. Also stellt euch vor, ihr seid ein Smartphone. Es ist ein Sony Ericsson, okay? Keine Ahnung was. Es ist ein Smartphone. Und jetzt, was passiert, wenn ein Smartphone zu viele Tabs offen hat? Du hast die Tab offen, bla, einige haben hier Tinder offen und so. Facebook, Instagram, YouTube, Notizen, alles möglich. Was passiert, wenn du zu viele Tabs aufmachst? Was passiert? Abonnieren. Lauter! Abonnieren. Was noch? Langsam. Es wird was? Langsam. Wir werden gleich darüber reden. Es wird langsamer, Energie wird leer. Was noch? Du musst mit einem fucking Ladekabel rumrennen und mit einer Powerbank. Oder du bist mit diesen Leuten, die zuerst reinkommen, fragen, die das Erste machen immer so, hier sitze ich heute mal, weil da kann mein Handy laden. Kennt ihr die Leute, die immer nur vorangehen, wenn ihre besten Freunde mitkommen? Ja. Dein bester Freund ist vielleicht nicht gemacht für die Reise, auf die du dich gerade begibst. Frodo hat auch nicht zu den ganzen Hobbit-Freunden gesagt, oh, ich habe einiges zu tun, Hobbit-Leute, kommt mit. Die Hälfte wäre gestorben, die anderen hätten Angst, hätten gesagt, wir machen das nie wieder. Frodo hätte schlechtes Gewissen, oh, ich habe meine Jungs getötet, das war anscheinend nicht für mich. Gandalf sagt, du Idiot, du sagst denen nichts, weil du rettest gerade ihr Leben. Hör auf, der Hero zu sein. Du bist für die Leute wie Clark Kent. Wenn du wie Superman bist, sollte dich keiner erkennen. Weil am Ende des Tages spricht das Ergebnis zu den Leuten, nicht du zu den Leuten. Ihr redet zu viel mit anderen Leuten. Ich rede nicht mit Leuten, die reden mit meinen Ergebnissen. Und wenn die Leute zu meinen Ergebnissen kommen und immer noch zweifeln, dann rede ich noch weniger mit denen. Dann sage ich, dann wirst du es halt ganz spät erkennen. Warum? Mein Leben ist mein Leben. Was soll ich drüber reden? Ich gucke mir noch keinen Film an. Ich bin der Film. Macht das Sinn? Mein Akku ist voll, weil ich schließe die App, dem das zu erklären. Ich rede mit den Leuten nicht. Regel Nummer 1. Entrepreneure tun, die reden nicht. Was hast du gelernt? Ich habe so viel gelernt. Und ich muss erstmal alles verarbeiten. Nein, du musst nichts. Alles zur Seite legen und ich gebe euch jetzt die Nummer 1 Tipp. Wollt ihr mit dabei sein? Ja. Wie viele von euch haben ganz viele Notizen heute geschrieben? Jetzt zeige ich euch, was ich bin durch so viele Seminare gegangen. Ich erzähle kurz, erinnere mich mal an den Tipp gleich, weil ich muss die Geschichte zu Ende erzählen. Also, ich bin in den USA, top europäischer Basketballspieler in den USA, but everybody has a plan until they get in the... And I have a pretty face, how can you punch that? I'm like alive, look at me, I'm beautiful.
I can be your flower. Don't punch me. But I learned, oh, they still want to fight? Okay, I had to learn it. So was passiert? Ich komme zurück nach Deutschland und es passiert das, was passieren muss. Und ich bin so dankbar dafür. Ich denke, ich gehe in die NBA. Weil, ey, wer es schafft, in 5 Jahren am besten Jugendteam Amerikas zu spielen. Mein Buddy, mit dem ich zusammengespielt habe, spielt gerade für Indiana Pacers und tritt LeBron James in den Arsch. Victor Oladipo. Vor 2 Jahren einen Vertrag bekommen für 82 Millionen Euro für 4 Jahre. Yeah. Ich dachte, wow. Und war letztes Jahr bei den USA, nee, vorletztes Jahr war noch in Orlando. Und wir reden über die ganzen Sachen. Er sagt, hey, du hast so eine Energie gehabt. Ich habe immer gedacht, du würdest es schaffen. Und dieser Typ, 19 Jahre, kommt nach Deutschland. Ich habe extreme Schmerzen gehabt. Bin beim Arzt, ich werde die Sache schnell machen. Er schaut sich 2x die T-Bilder an. Das linke MRT-Bild sagt, meine Schulterlappen sind gerissen. Das rechte MRT-Bild sagt, oh Junge, du bist ein Sportinvalide, wir müssen deine beiden Hüften fräsen. Bedeutet, du wirst nie wieder Sport machen. Einige sagen, was für Hüften fräsen? Sieht ungefähr so aus. Du bist 19 Jahre, man schneidet dich von da nach da auf, legt deinen Fuß zurück und dann fräst man deine Hüfte. Aber du merkst nicht, du bist noch im... Erst wenn du aufmachst, kennt ihr noch Jim Carrey? Ah, mit dem Pfeil. Ah, mein Bein. Pop. Ja, mein anderes. Nein, egal. Und was... Ihr merkt, ich hab einfach fahren. Was passiert? Ich musste mit Basketball aufhören. But everybody has a... Everybody wanna go to heaven, but nobody wanna... Zum Glück habe ich gelernt, wie du einfach stirbst und das Alte hinter dir legst. Ich werde irgendwann darüber erzählen, was passiert ist, genau, und wie es passiert ist. Das Erste, was wir in den USA gelernt haben, waren 2 Dinge. Erstens, am Ende des Tages zählt nur das. Das heißt, red nicht über die Dinge, die dir passiert sind, warum du jetzt nicht schaffst, was du schaffen wolltest. Zweitens, lerne zu entschleunigen. Das Wichtigste von allem ist zu lernen, zu entschleunigen. Wenn du ein krasser Unternehmer werden willst, musst du lernen, wie du Breaks setzt. Wie du was setzt? Du kannst nicht Vollgas geben, wenn die Bremsen nicht funktionieren, ja oder ja? Einige Leute machen Vollgas und sagen, wow, ich setze mich niemals in deinen Wagen. Warum? Du weißt nicht, wie man bremst, Alter. Die sagen, Vollgas. Ich sag, du siehst doch aus wie Vollgas, Alter. Läuft lange gut, bis da mal die Wand da ist. Dann so, God love. Kennt ihr die Leute, die auf einmal religiös werden? So, Ich sag, nein. Das werden wir nicht spielen. Du musst wissen, wie man Brake setzt. Denk mal drüber nach, wenn ihr sprinten sollt, ich sag, renn so schnell, wie du kannst. Was ist das Erste, was sich jeder fragt? Bis wohin? Einige von euch sprinten so schnell, wie sie können und die fragen sich unterbewusst, teilen ihre Gedanken, wie lange dauert es noch? Ja oder ja? Bevor du mit was beginnst, beginnst du immer mit dem Ende in Mind und sagst, da mache ich dann einen. Ansonsten kannst du gar nicht die Kraft aufwenden, 100% zu geben. Nur so nebenbei, so kleine Tipps. Ich würde euch so viele Hacks am liebsten mitgeben. Wow. Naja, machen wir weiter. Und was passiert? Ich kriege die Situation, sage, okay, weißt du was? In meiner kindlichen Dasein sage ich, hey, ich werde die Situation lösen. Ich werde die besten Ärzte der Welt finden, weil in den USA habe ich gelernt, ein Problem ist nichts weiter als eine Frage, die keine oder eine ungelöste. Auch wenn du, hör zu Leute, auch wenn du nicht wusstest, was gerade war, es haben 50 Leute das schon gesagt. Ein Problem ist eine ungelöste. Komm, don't be stupid. Eine ungelöste Aufgabe. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt, ich habe folgendes Problem, sage ich, höre ich die ganze Zeit, ich habe eine ungelöste Aufgabe. Was denke ich? Alter, dann löst die. Wenn du die Aufgabe löst, warum redest du immer noch über die? Nochmal. Das Problem gibt's nicht. Wenn du ein Problem hast, höre ich immer nur ungelöste Aufgabe. Warum redest du immer noch über die ungelöste Aufgabe? Ich bin krank und es ist eine fucking ungelöste Aufgabe. Dann ist es halt deine. Dann ist es deine, dann ist es deine, freu dich drauf. Mike sagte, such Pressure, such Angst, das Spiel hat begonnen. Everybody wanna go to heaven, but nobody wants to. Die. Wisst ihr, was die bedeutet? Du hast vielleicht Pläne gestern gehabt. Wenn dieser Weg nicht funktioniert, kill it. Lass. Los. Lass. Los. Lass. Los. Damit du freie Hände hast und sagst, okay, was ist die neue Aufgabe? Und dann gehst du in die neue Aufgabe und ich sagte, wisst ihr was? Ich muss so schnell wie es geht Millionär werden. Was muss ich werden? So schnell wie es geht? Millionär. Kind. Ja, denkst du. Ich muss so schnell wie es geht Millionär werden, aber ich hatte einen Grund dafür, eine Motivation. Eine Motivation, ich habe alles davon gehört, ich glaube, aber eine Motivation kommt zu allen Dingen aus dem Root Word Motiv. Was ist ein Motiv? Ein Bild, das dich antreibt. Die meisten Leute haben kein Bild, das sie antreibt. Sie leihen sich von anderen Leuten Bilder, die sie antreiben. Du bist so gut, du kannst mal Arzt werden.
Ich kann kein Blut sehen. Arzt sein ist gut. Okay. Macht Sinn? Was ist das Bild, das dich antreibt? Und bei den Lebensathleten sage ich, dein Bild sollte sein, dass du zum Vorbild deines eigenen Lebens wirst. Was bedeutet Vorbild? Ganz einfach. Wem findest du beeindruckend? In den ganzen 7 Lebensbereichen, wem findest du beeindruckend? Nimm diese ganzen Talente, pack sie darauf und das ist dein neues Vorbild, das bist du. Jetzt deine Aufgabe, dich dorthin zu bewegen. Koste es, was es? Warum ist es deine? Nicht von den anderen. Du siehst es wie den Samen. Wie behandelst du den Samen? Legst du ihn zur Seite? Wartest du drauf? Oder fängst du ihn an, sofort zu bewässern, weil du weißt, es dauert eine Zeit, bis es ein Wald wird? Ja oder ja? Stell dich mal, du bist jetzt der Bauer, du pflegst du deinen Samen und jemand sagt, was ist da? Du sagst, mein Samen und ich bebaue den. Wo? Ich sehe nichts. Beweis es mir. Ich würde sagen, willst du mich verarschen? Komm einfach in 10 Jahren wieder, dann wirst du sehen. Ja oder ja? Einige von euch haben Freunde, wo ihr jedes Mal darüber erzählen müsst, was so unter dem Boden abgeht. Da muss ich sagen, ich habe doch selbst keinen Plan. Das ist so Natur, Wunderwerk der Natur. Wir kommen einfach in 10 Jahren wieder, wenn du keine Geduld hast. Ja oder ja? Ja. Ja oder ja? Ja. Be ready. Are you ready? Born ready. Are you ready? Born ready. Heißt doch aber nicht, dass du es zeigen musst. You're born ready. Du musst nicht irgendwas beweisen. Das ist erstmal der erste Unterschied. Was ist das Bild, das dich... Was ist das Bild, das dich? Die meisten Leute, aber ich habe kein Bild. Ich weiß, deswegen... Sei ruhig, Alex! Ich überziehe ein bisschen. Was ist nächstes? Für wen wäre es in Ordnung, wenn wir überziehen? Ja, wir brauchen keine Pause, wir gehen direkt alle zusammen dann zum Echo. Okay? Also Bild, das ich antreibe, ich meine schnell. Okay, Leute. Ich muss was sagen, ich mag euch richtig gern. Are you ready? Born ready. 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 Ich gebe euch jetzt was mit, was ich eigentlich... Ich habe ein Event am 2. Juni, 3000 Leute mit dabei. Wir haben noch ein paar Tickets, nur so nehmen. Aber warte, stopp. Es soll ja kein Verkauf werden, ja, bla, bla. Okay, und da haben wir einen Song, den wir haben, den werde ich mal jetzt kurz mit euch machen. Und dann geht die Geschichte weiter, dann gebe ich schnell die 4 Punkte durch, dann gehen wir zusammen zum Award. Ist das cool? Ja. Also, der Song, der treibt mich jedes Mal an, weil er ein Bild in mir kreiert. Seid ihr ready? Born ready! Oh, fucking gosh. Are you ready? Born ready! Keiner ist born ready und sagt, einige, are you ready? Einige sagen, born ready? Und deswegen fangen sie folgendermaßen aus. Ihr werdet erstmal ein Sitzendes machen und dann zum Schluss nehmen wir den Laden auseinander und das ist das Bild, was mich immer antreibt. Also, sieht folgendermaßen aus. Ich habe einen sehr guten Freund, ist ein Marine. Ein was? Ein Marine. Wenn dein Marine sagt, ich mache das, wie viele von euch würden zweifeln? Ich habe keine Ahnung, was du machst, aber okay, du machst es. Und mein Buddy sagt zu mir, we do it. Wie Tyson, we fucking do it. I'm like, yeah, I don't know, but okay, we just do it. Und Marines machen Folgendes. Stell dich vor, ein Marine steht morgens auf und hat so sein, wie viel Kilo sind das, 80 Kilo oder sowas? Keine Ahnung, 80 Kilo Gewicht. Steht für die Situation im Leben. Und er nimmt sie auf dem Rücken und er sucht das Gewicht. Er sucht was? Das Gewicht. Er sucht die Aufgaben. Er sucht das, was andere Leute Probleme nennen, um zu zeigen, das ist nichts in meinem Leben, because I prepare for bigger. Und dann sagt er, ich nehme dieses Gewicht, ich bin meinetwegen Mutter, und egal was kommt, das Wort ist, egal was, I'm gonna be ready. Und ich bin so dankbar für meine Mutter, dass sie gesagt hat, egal wie heftig es ist, ich komme immer wieder zurück, denn mein Sohn hat es fair, ich bin größer als das, was ihr jetzt seht. Und sagt, ich bin eine Mutter. Und ich bin für meinen Sohn da. Komme, was? Wolle. Und sagt dazu, im Leben
sieht es folgendermaßen aus. Du läufst die erste Meile, könnt ihr dafür sorgen, dass es ein bisschen leiser geht? Oben, einfach hier ausmachen. Und hast die Situation im Leben, da läufst du, irgendjemand runtergehen, einfach sagen hier. Und da läufst du die erste Meile im Leben. Die erste was? Meile. Und die Marines nehmen dieses Gepäck und sie laufen zu. Sie laufen zu. Nein. Leute, ist Frodo allein losgegangen? Ich hab eine Aufgabe im Ring und den schmeiß ich zum Berg. Oder was hat Frodo zuerst gemacht? Genau, er hat sich Gimli gesucht. Gimli, der Zwergenkönig, hat sich Aragorn gesucht. Ja oder ja? Ja. Er hat sich dann Legolas gesucht. Ja oder ja? Ja. Und das waren seine Gefährten. Das waren seine Gefährten. Das sind die Leute, die den Weg gehen, egal ob du den Weg gehst. Und dann war ein Typ, der hieß Gandalf. Kennt ihr noch Gandalf? Ja. Teil Nummer 2, 2 Türme, steht oben, so ein Feuerding kommt. Er sagt, Frodo, du läufst, I'm gonna fucking kill him. Mach dir mich keine Sorgen, warum? I see you at the top. Und dann kämpfen sie. Ich frag mich, Bro, wie lange drehst du dich? Schlimmer als, wie schnell fällt ihr? Und du siehst nur. Und was macht Frodo? Er sagt, shit, Sam, wir müssen weitergehen. Und das sind Weggefährten. Keine Leute, die ich lange kenne. Das sind was? Weggefährten. Und die beiden treffen sich irgendwann wieder. Ja oder ja? Ja. Die treffen sich irgendwann wieder. Warum? Das ist, was du brauchst. Wer sind deine Weggefährten? Einige von euch haben keine Weggefährten, weil ihr gelernt, in der Schule gelernt habt. In die Schule kommen, hinsetzen, Fresse. Nein. Deswegen kommen einige von euch nicht voran. Schon mal gemerkt, dass voll viele Speaker so manchmal zusammenarbeiten? Kommt nicht irgendwo her. Du brauchst deine Weggefährten. Aber das sind nicht Leute, die du ziehst. Das sind Leute, die sowieso auf dem Weg sind. Egal, ob du auf dem Weg bist. Ja oder ja? Ja. Nochmal, das sind Leute, die auf dem Weg sind. Völlig egal, ob du auf dem Weg bist. Weil sie nimmst nicht per, wenn du nicht gehst. Macht das Sinn? Ja. Und dann passiert folgende Sache. Die Leute gehen also zusammen. Ich habe den Faden verloren. Ich mach mal schnell. Wir gehen zusammen, habe ich schon mit, nein, 18 Uhr. 18 Uhr, hundertprozentig. 18 Uhr, wirklich hundertprozentig, 18 Uhr. 18 Uhr, 18 Uhr. Und ganz kurz. Und außerdem, das wird keiner schlimm sein, die wissen, ich bin Afrikaner. Und guck mal, die Europäer haben die Uhrzeit erfunden, wir die Zeit. Witzig ist, wenn ich in Afrika bin, sage ich, hey, ich bin Europäer, bei uns läuft alles an Zeit. Eine Stunde zu spät kommen, gut. Drei, das ist nicht akzeptabel. Okay, du brauchst also deinen Weggefährten. Wo bin ich stehen geblieben am Anfang? Marie March, okay, geil. Und die gehen alle zu? Alle zu? Und was ist das Nächste, was sie machen, wenn sie laufen? Sie fangen an, zusammen zu? Singen. Noch nie gemerkt, dass man in Deutschland nicht singt? Die Leute fangen an zu singen. Haben das Gewicht, die laufen die erste Meile und dann singen sie einen Song, den singen wir immer wieder und der ist, mach einmal mit, wo ist mein Team? Yeah. Okay, ihr singt einfach mit, okay? Dann singt jemand, Mile One, habt ihr gehört? Die erste Meile, Mile One, it's just for fun. Das ist das Bild, das erste Meile im Leben, der erste Versuch ist nicht, wie einige Entrepreneure, mein erstes Business muss erfolgreich sein. Nein, dein erstes Business muss ein Failure sein, aber es muss Spaß machen. Nochmal, dein erstes Business muss ein Failure sein, aber es muss was machen? Spaß! Wenn dir irgendjemand anderes erzählt, das ist kein Unternehmer. Ich sag, vielleicht CEO, aber kein Unternehmer. Ich bin 29, ich habe multiple Company. Einige, die älter als ich sind, die hassen, was ich gerade sage. Warum? Während ich in Miami lebe und chille und sage halt, ja, ich habe hier Philipp Plein Schuhe, aber warum bist du nicht im Anzug? Ich sag, die im Anzug sind bei mir eingestellt, Digga. Warum ein Business, ein profitables, gewinnendes Unternehmen, das ohne dich funktioniert, damit du machen kannst, was du willst. Wie das funktioniert, irgendwann im Instagram-Live-Video, habt ihr schon mal gemerkt, dass ich es einfach kostenlos rausgebe. Warum? Ich lebe von dem Scheiß nicht. Aber ich nehme trotzdem Geld dafür. Okay. Mal one, just for. One. Und dann kommt die zweite Mal. Mal two. Mal two. Mal two. Is for you. Bedeutet, die zweite Mal, der zweite Versuch, die zweite Woche, der zweite Monat, was du versuchst abzunehmen, ist nur dafür da, dass du anderen Leuten von Erfahrungen erzählen kannst. Denn die Leute machen nur die erste Woche, die erste Mal den ersten Versuch und denken, sie dürfen reden. Wenn du das erste Mal was gemacht hast, halt die Fresse. Warum? Du hast keine Erlaubnis zu reden, du hast das erste Mal gemacht. Beim zweiten Mal darfst du von deinen Erfahrungen erzählen. Das heißt, jemand hat die Chance, aus deinen Fehlern zu lernen. Ja oder ja? Ja. Mal two is for you. Dann kommt die dritte Meile und das wird interessant. Mile three. Mile three. Mile three. Is for me.
Is for me. Is for me. Dritte Woche, dritter Tag, dritter Monat, drittes Jahr. Erst dann sagst du, die Sache gehört mir, bedeutet, du entscheidest dich für die Sache. Und das nicht persönlich, du entscheidest dich dafür. Was ist das Wort du end? Und wisst ihr, warum du dich dafür entscheidest? Nach drei kommt immer? Vier. Leute, nach drei kommt immer? Vier. Nach drei kommt immer? Vier. Weiß jeder. Am Ende des Tages zählt das er? Vier. Wenn du bei drei bist, ist das das Ergebnis? Nein. Nach drei kommt? Vier. Und merkt euch das, sobald du dich für etwas entschieden hast, egal ob es für eine Ehe ist, egal ob es für eine Gesundheit ist, egal ob es für ein Programm ist, egal was, du wirst immer getestet. Du wirst immer Du bist immer ge? Testen. Leute, du bist immer was ge? Testen. Komm, ein bisschen Energie, ansonsten gehe ich raus. Viren. Dann kommt Malfo. 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 Und ich habe einen Boxer lange trainiert, der ist ein Europameister geworden. Und da war eine Situation, er sagte, nicht everybody has a patch, er sagte, Thaddeus, die schlimmen Schläge sind die, die du nicht kommen siehst. Nicht die harten, die kannst du absorbieren. Aber habt ihr schon mal eine Situation gehabt, du drehst dich um und da ist so ein Schrank ungefähr hier. Du haust dir den Kopf und es ist der schlimmste Schmerz des Lebens. Ja, bei uns, afrikanisches Blut ist so theatralisch. Und Amy, Brother, die so. Ey, da hast du so much. Amy, Wakanda. Okay. Und du schreist, aber die Person, die dir zugesehen hat, die versteht nicht, was passiert ist, ja oder ja? Für dich ist das los. Und der Schrank hat noch so gemacht. Aber für die Person war das nur. Und dann fragen die Leute, was hast du denn? Das ist, weil du es nicht kommen gesehen hast. Ja oder ja? Ja? Aber jeder sagt, es ist meine Entscheidung. Muss genau wissen, danach kommt der. Danach kommt der was? Test. Danach kommt der? Test. Danach kommt der? Test. Erfolg ist, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit. Wisst ihr, was die Gelegenheiten sind? Viel Geld zu verdienen, weil man Probleme hat. Und Probleme sind unbequem. Probleme tun. Und das suchst du. Was machst du das? Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, komm mal vor, Baby. Mal vor. Give me some more. Habt nicht mal einen Film gesehen? Meinetwegen Zeichentrickfilm. Da hast du einen Kämpfer, der schlägt den ein und der Typ macht nur den. Bam, und er macht. Und der Typ, der geschlagen ist. Oh, ey, Spaß, Digga. Also, ich bin ausgerutscht. Das ist so, meine Haare. Das war nicht gegen dich gerichtet. Das heißt, wenn du zu dem Leben sagst, mal vor. Und du sagst, just give me some more. Sagt das Leben irgendwann, und da rede ich jetzt von Angst, Depression, Langeweile, sagt dann, oh shit, we should go, because this motherfucker is for real. Auf Deutsch, oh, das ist aber jetzt schlecht. Okay. Und warum? Wir haben halt das entwickelt, es hieß Go for Fear. Das könnt ihr auf Instagram sehen, Go for Fear. Du sollst die Angst suchen, wisst ihr warum? Du sollst nicht keine Angst haben, du sollst der Angst anfangen, Angst zu machen. Nochmal. Deine Regel ist, wenn du Angst hast, du sollst der Angst was machen? Angst. Und wie machst du der Angst Angst? Indem du die Angst spürst und trotzdem handelst. Angst spüren und was? Trotzdem. Wo spürst du die Angst? Im? Wenn du anfängst, deinen Körper kennenzulernen, wirst du anfangen, Angst kennenzulernen. Und dann sagst du, ich spüre dich. Ist mir aber egal. Kennt ihr nicht? Ist mir egal. Ich habe richtig Angst. Ich gehe auf die Bühne mit Mike Tyson. Ist mir egal. Ist mir egal. Thaddeus, bist du nicht nervös? Ist mir egal. Weiß nicht, was du sagst. Ist mir egal. Diese kurzen Antworten. Ist mir egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Denn ich habe nur 4 Minuten. Ich habe nur 4 Minuten. Danach mal vor kommt immer mal. Und wenn du gesagt hast, mal vor. Marfo, give me some more. Komm, Marfo, Marfo, Marfo. Ich brauche mehr Energie. Marfo, I'm alive. Bedeutet, ich bin lebendig, komme, was wolle. Bolle. Bedeutet, ich bin durch all den Scheiß durch und weißt du was? Diese Narben sehen geil aus, weil du weißt, wer ich bin. Ich bin nicht meine Narben, ich bin der ich bin. Du bist, wer du bist, egal was ist. Meine Mutter war im Krankenhaus, all die Dinge sind passiert, ich bin durch den Scheiße durch, 22 Jahre, 100.000 Euro Schulden, nach einem Jahr fast komplett raus. Und dann sind unglaubliche Sachen passiert. Ich fing an, anders zu denken, schärfer zu denken, denn das Leben sagt, okay, du bist lebendig, ich wollte nur gucken, ob du in der Lage bist, das zu entfalten, was in dir ist. Und dann kamen Leute, dann kamen Antworten. Ich fing nicht an mit, was die erste Million, was ist Step 1, was ist Step 2?
Ich fing erstmal an, mich selbst kennenzulernen. Zu wissen, was sind die Kräfte, die ich eigentlich habe. Die meisten Leute wissen schon, was ihre Kräfte sind. Die meisten Leute wissen, was die 7 Lebensbereiche sind. Was die Unterschiede ist. Da kriegen wir echt Kirre. Du bist 30 Jahre, weiß ich, was die 7 Lebensbereiche sind. Wo gehst du hin? Wo lebst du? Okay, letzten, ich mach schnell. Mars 6. Mars 6. Just for the kicks. Mars 6. Just for the kicks. Just for the kicks. Dann kannst du sagen, tun Dinge, die uns, die aufregend sind. Nicht vorher. Dann geht Mars 7. Weil du den Weg gegangen bist, kannst du sagen, Amen, in heaven. Bedeutet, heaven, 7. Himmel, als eine andere Perspektive. Alle sehen den Berg, du siehst ihn nur aus dem Flugzeug. Du sagst, ja, ich sehe auch den Berg. Alle sagen, boah, wie erklimmen wir den? Ich sage, erklimmen. Ich fliege dran vor. Du hast andere Antworten und für diese Antworten wird man dich bezahlen. Warum? Wenn du die Person bist, das machen eure Produkte, diese 3 Dinge, damit ich noch was reinwerfen kann. Erstens, du verkaufst niemals ein Produkt. Niemals was? Ein Pro? Du verkaufst niemals eine Dienstleistung. Niemals eine? Du verkaufst Leuten nur 3 Sachen. Erstens, du zeigst Leuten, wie sie ihre eigenen Ziele schneller erreichen, mehr erreichen in kürzerer Zeit oder leichter erreichen. Und dein Produkt hilft ihnen dabei, schneller abzunehmen. Dein Produkt hilft ihnen dabei, dass sie nicht den Sommer verpassen und keinen Traumkörper haben. Transformation, 10 Wochen Körper. Julian Ziedlow, mein Buddy, der ein paar Millionen pro Jahr macht, sagt nicht, hey, weißt du was? In dem Produkt in Woche 1 lernst du, in Woche 2. Er sagt, Motherfucker, wenn du die 10 Wochen machst, siehst du geil, das abgerechnet wird am... Kauf die Scheiße. Und die anderen, die sagen, ich kauf's nicht, kaufen eh in 2 Jahren. Ja oder ja? Weil er kriegt schneller das Ergebnis für dich hin und du bist bereit dafür zu... Und jetzt musst du nicht mehr teure Klamotten kaufen. Warum? Ein Bershka-Hemd sieht bei dir am geilsten aus. Wisst ihr warum? Der geilste Style ist, wenn du körperlich fit aussiehst. Da musst du nicht so viel Geld ausgeben. Da musst du nicht so viel reden. Ja oder ja? Okay, schnell. Mal 7, Amen, Heaven. Jetzt geht's los. Mal 8. Mal 8. Mal 8. Mal 8. Mal 8. We go straight. We go straight. Wir ziehen es durch. Habt ihr mal gemerkt, die Leute, die das erste Mal anfangen, die sagen dann, ich zieh's durch? Du kannst nur sagen, dass du durchgezogen bist, wenn du die 8 Meilen durchgegangen bist. Ja oder ja? Ja. Dann sagst du mal 9. Mal machst den James Bond, landest und sagst, I'm doing fine. Und dann sagst du mal 10. Und hier machst du das, was kein anderer normalerweise tut. Die Leute wollen immer was geschafft haben. Schon mal gemerkt? Ich will es geschafft haben, ich will sie es geschafft haben. Das sind Leute, die nicht vorankommen. Denn die Leute, die an der Spitze sind, und ich habe wirklich mit Spitzenathleten zu tun, mit Leuten, die an der Spitze arbeiten, und die, die lebendig sind, wisst ihr, was die sagen bei mal 10? Die sagen mal 10. Mal 10. Mal 10. Mal 10. Let's do it again. Let's do it again. Let's do it again. Und dann gehen sie auf dem nächsten Level wieder auf mal 1. Bedeutet also, sie fangen bei 1 wieder an und deswegen sagen sie, die Nummer 1 Sache, die ich brauche, ist die Energie, die ganze Zeit weiterzumachen, denn es wird kein Ende geben, solange ich hier lebe. Macht das Sinn? Ja. Jetzt schnell die 4 Punkte. Fuck. Also, ich mach's schnell. Ich mach's wahnsinnig schnell. Erstens, ich könnte es im Livestream machen, ist vielleicht besser. Alle sind schon im Saal. Okay, fuck. Also, meine Zeit läuft ab. Ich muss es respektieren. Wir werden Folgendes machen. Wollt ihr, dass ich was verkaufe oder lieber nicht? Ja. Okay, ich würde ein richtig geiles Ding machen. Wenn ich alle mit dabei sind, mache ich es nicht. Wollt ihr oder lieber nicht? Ja. Glaube ich nicht. Okay, dann machen wir was anderes. Also, wie viele hätten Lust mit mir falschem Springen? Anders. Wie viele von euch haben schon mal drüber nachgedacht oder auf ihrer Bucketliste falsch zu springen, aber haben es vor sich hergeschoben? Ganz ehrlich. Okay, ich werde Folgendes machen. Was ihr macht, ihr geht auf meine Instagram-Seite. Da ist ein Bild mit Mike Tyson. Und jetzt ernsthaft, ihr liked dieses Bild, kommentiert das Bild, taggt 2 Leute. Und das ist eine Seite, die ist Go44, www.go44. Seht ihr das? .de. Da tragt ihr euch ein. Und dann mache ich Folgendes. Ich mache 2 Dinge für euch. Erstens, ready? Ja. Ready? 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 Wir machen 2 Sachen. Erstens, ich werde einen Gewinner heute oder morgen, morgen Abend auf meiner Instagram-Seite verlosen. Und wisst ihr, warum Instagram? Fuck, die Hälfte von euch kannte mich nicht. Das ist echt scheiße. Deswegen alle auf Instagram kommen. Ich gebe da echt geilen Content, Baby. What's up? Und zweitens, ich werde morgen, nur morgen, damit sich keiner überrumpelt gefühlt und ich habe gehört, oh, ich will nicht, dass jemand mich zwingt zu konsumieren. Ich habe ein Event am 2. Juni. Okay? Der Ding ist der Wahnsinn am 2. Juni. Was wichtig ist am 2. Juni? Am 3. Juni gehe ich mit all 3000 Leuten ein soziales Projekt in Deutschland machen wie noch nie zuvor. Wir gehen auf die Straße,
gehen, es gibt eine Gruppe, wir werden ein Netzwerk an dem Abend bündeln, und eine Gruppe geht auf die Straße und kümmert sich um Obdachlose. Andere Leute ziehen sich als Comicfiguren und Helden an und ihr geht in Kinderhospizen, in Kinderheime. Dann andere Gruppe geht zu Senioren und die andere Gruppe kümmert sich um Frauen in Not. Denn was wir machen, all das Geld, was wir bekommen, die Hälfte des Geldes spenden wir und wir haben etwas aufgebaut, das heißt die LA Helping Hand Foundation. Ich brauche noch eine Minute. Das heißt die LA Helping Hand Foundation. Aber die Help Foundation braucht Manpower. Was ist das Wort? Das heißt, dass Leute wie wir geil drauf sind, Weggefährten und ein bisschen mal was verändern in der Gesellschaft, indem wir einfach nur für andere Leute da sind. Ist das in Ordnung? Ja. Warum bin ich dazu gekommen? Als ich 12 war, waren Leute für mich da, die ich gar nicht kannte. Meine fucking Mutter hieß Rita. Mein Vater hieß Heinz. Das waren Leute, die hätten mich nicht aufnehmen müssen. Wisst ihr, wie viel Confidence ich hatte, nur weil die Leute da waren? Und ich würde gerne zusammen mit euch... Hört mal, Leute, ihr könnt mich nicht zahlen. I'm fucking rich. No, I'm serious. Weil Leute sagen, kann nicht zahlen. Ich sage, pro Stunde. Ich sage, du kannst mich zahlen. I'm really, really rich. Bedeutet also, aber was ihr machen könnt, ihr könnt mir bei der Sache helfen. Und ich werde diese Sache machen. Erstens, ich bin fertig. Erstens, ich bin wirklich fertig. Letzte Sache. Erstens, ihr bekommt morgen eine Mail und ihr könnt ein Ticket kaufen für, hört zu, 50 Euro. Es geht weiter. Dann habe ich ein 8-Wochen-Programm, das heißt die Kick-Ass-Challenge. Kostet 500 Euro. Für alle, die hier sind und morgen auf die Mail reagieren, wenn ihr 100 Euro zahlt, bekommt ihr am 1. Oktober die Kick-Ass-Challenge mit dazu. Das ist ein 8-Wochen-Programm. Alles, was ich gerade erzählt habe, kriegt ihr ungefähr in 50 Stunden in allen 7 Lebensbereichen. Das ist der Ultra-Content. Wer ist die Lebensathlet? Schaut euch diese Leute an. Fragt sie, ob dieses Programm life-changing ist. Ihr kriegt das Ganze für 100 Euro, wenn, aber nur unter einer Bedingung, ihr am 3. Juni mithilft. Das war's. Also, go for 4. Vielen Dank, dass ihr da wart, Leute. Ja.